Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt, das war ein Highlight direkt am Morgen. Und dann habe ich an meinem Abreißkalender den nächsten Tag abgerissen. Aber der Joke heute ist leider nicht so gut. War ein bisschen traurig. Elternhaus war so ein bisschen sicherheitsbedürftiger. Mach doch einen Beruf, der dir halt auch Sicherheit bietet. Und mach alles Kreative so als Hobby. Scheiße. Mit dem Gedanken bin ich, glaube ich, sehr lange durchs Leben gegangen. Und je mehr ich gemerkt habe, was ich alles kann und ich auf die Kunst aber richtig Bock habe und auch merke, dass es irgendwie gut ist, dann was habe ich zu verlieren? Wenn ich an den Kreationsprozess rangehe, dann habe ich nie ein fertiges Bild im Kopf. Aber es fängt dann eben immer mit Farben an, die so irgendwo in meinem Kopf rumwabern und sich dann zu passenden Kombinationen irgendwie zusammenfügen. Ich habe tatsächlich auch eine Serie, die nennt sich Free Flow. War ich wieder super kreativ bei der Namensgebung. Das sind dann Bilder, die kann ich auch nicht auf Knopfdruck machen. Du bist halt im Fluss und deshalb haben da Gedanken gar nicht so viel Platz. Ist Autopilot und dann mache ich irgendwie einfach und eine Stunde später gucke ich, was auf der Leinwand ist. Die Bilder mag ich auch sehr gern und die verkaufen sich verdammt schlecht aktuell. Das ist so, aber das ist mir scheißegal, weil es einfach Bock macht. Natürlich möchte ich, dass sie einen gefällt. Gleichzeitig weiß ich auch, dass meine Kunst nicht allen gefällt. Und damit habe ich auch irgendwie meinen Frieden gemacht, weil mir gefällt ja auch nicht alles. Es gibt so viel hässlichen Scheiß. Du musst einfach damit leben, dass Leute deine Kunst bewerten. Also ich meine, ich gehe ja auch damit raus. Ich male ja nicht fürs stille Kämmerlein. Wenn man so einmal den Frieden da irgendwie mit sich selbst geschlossen hat, das ist meins. Und auch wenn es irgendwas irgendwo gibt, was dem vielleicht doch noch ähnlich sein sollte, das ist halt so meine Kunst. Und da werde ich jetzt auch nicht irgendwie anders malen, nur um Trends hinterher zu rennen.